Guten Morgen. Heute wieder. Morgen, hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Genau, und ja, habt ihr vielleicht eine Überschrift schon gesehen? Wir hatten hier eine fette Reklamation. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich stehe mit der Bremse zusammen, sagen euch aber gleich was zu. Viel wichtiger ist jetzt hier vorne, haben wir ein Auto, ein Citroën, da müssen wir jetzt relativ schnell auch dran, weil der Wagen schon seit gestern reingekommen ist und da müssen wir eine Diagnose machen. Und zwar springt der nicht mehr an. Soll ich mal starten? Ja, warte. Starten wir der. Ja, ist auch die Batterie leer, weil die schon die ganze Zeit so viel gestartet haben. Das ist ja so ein Auto. Da haben wir ja öfters mal Themen mit. Warte mal, Jürgen. So, jetzt starte mal. Der hört sich nicht gut an. Ne? Der hört sich so ein bisschen an. Man ist ja ein Dreizylinder. Aber der hört sich so an, als wenn der keine Kompression hätte. Mal angesprungen ist er jetzt nicht, aber ja. Der hört sich aber auch an. Genau. Kompressionslos. Genau. Vermutlich, ne, wissen guck wir. Guck mal, ob die Nocken, wenn sie sich drehen. Wissen wir jetzt noch nicht. Noch mal. Aber wir vermuten, dass weil die Motoren ja immer wieder Probleme haben. So, und hier haben wir den Zahnriemen. So, ach, warte mal, Jürgen, stopp mal. Ja. Hier haben wir eine Nockenwelle. Das ist die Auslassnockenwelle. Und hier haben wir die Einlassnockenwelle. Und unten haben wir die Kurbelwelle. So, und darüber läuft der Zahnriemen. Den kann man ja da sehen, den Zahnriemen. Und das ist so ein Zahnriemen, der in Öl läuft. Und Patrick, kannst du das sehen, was der für Risse da drin hat? Kannst du das sehen? Ja. So, das ist schon die Vermutung, dass der wieder mal einen Schaden hat. Starte mal, jetzt guck mal, ob der sich dreht. Also wenn der... Da dreht sich. Okay, die Auslassnockenwelle dreht sich. Vielleicht ist er in der Einlassnockenwelle übergesprungen. Dann kann er natürlich sagen, ist gut. Ja. Oh, guck dir das an, der sieht aber auch scheiße aus, ne? Ja, okay, gut. Ich würde sagen, Jürgen, wir nehmen mal die Zündspulen raus, Zündkerzen raus, Kompression, wa? Ja, genau. Messen. Hört sich nämlich an, als wenn er keine hätte. Ja. Aber man kann sich da auch täuschen. Ja, wo haben wir denn unsere Werkzeugkiste? Da hinten. Ja, da hinten. Ja, dann wäre das mal wieder so ein Fall für, warum baut man sowas, ne? Der Wagen hat jetzt erst 90.000 Kilometer gelaufen. Wie viel hat der runter? 90? Ne, 94.718. Und der hat jetzt beim 7.8. hat er einen Ölwechsel bekommen, 0W30er Öl, also einen Service bekommen. 0W30 ist auf jeden Fall das richtige Öl, wenn es die Spezifikation hatte. Und auch nochmal am 9., keine Ahnung, 22 auf jeden Fall. Bei 64.000 hat er auch einen 0W30er Ölwechsel bekommen. Das wird ja passen. Der Wagen hat unter 100.000 gelaufen. Boah, wenn da jetzt so eine Maschine kaputt ist, ey, das ist ein bisschen früh, oder? Naja, du weißt ja, wie die Maschinen sind. Ja. Aber wie viel, also wenn ihr mal hier bei unseren YouTube-Videos guckt, wie viele Motorschäden wir schon hatten bei diesen kleinen Motoren, dass der Abrieb den Öldruck sogar gesenkt und dann ein Motorschäden ist wegen mangelhaftem Öldruck. Ja. Unendlich viele. Ich habe doch hier die Scheiße. Wunderbaren Handschuhe. Ja, unsere neuen Handschuhe. Autodoktor-Handschuhe, ja. Ja, schöne Handschuhe. Sehe ich auch. Wenn ich schwarze Hände haben will, dann nur mit Handschuhen. Jetzt hast du schwarze Handschuhe. Jetzt habe ich schwarze Handschuhe. Junge, schickst du dir aus. So, ich bin soweit. Hey, bist du soweit? Du hast ja Handschuhe an, ne? Ja. Ja, dann arbeiten wir. Danke. So, ich gehe mal einen Kompressionsschreiber holen. Achtung, Achtung, Geschenketipp, Weihnachten steht vor der Tür. Bis jetzt gab es das Evo Wahl-Mega-Gerät, jetzt gibt es das Evo Plus von Launcher, Mega-Ding im Fabuka-Shop. Und zwar nur exklusiv im Fabuka-Shop. Da seht ihr auch die Artikel von den Autodoktoren. Ja. Wenn ihr die kauft, da gibt es noch einen. Tastenhandschuhe, alles was wir haben. Ach, ein Gutschein von 5 Euro gibt es dort dazu und das Ganze versandkostenfrei. Also, schnappen, Weihnachten steht vor der Tür. Tschüss. Plötzlich. Mal die Kerzen raus. So, weiß ja jeder, ne, was Kompression, wir messen in dem Moment, wenn der Kolben raufkommt, Einlass, Auslassventil ist zu, muss eine Kompression haben. Normaler Benziner hat eine Kompression so, sagen wir so von 11 bis 15 Bar rum, Diesel so zwischen 28 und 36 Bar, je nachdem was für ein Diesel ist, also 36 Bar ist schon hoch, aber gut. So, und hiermit messen wir jetzt in dem Moment Otto.
In dem Moment, wenn der Kolben raufkommt, geht der Druck hier rein und hier ist ein kleiner Kolben drin. Dieser Kolben macht dann einen Ausschlag und zeigt dann an, wie viel Kompression da ist. Und die Anzeige geht hier von 4 bis 17 Bar. Und normalerweise, die müssen also regelmäßig liegen, so zwischen 11 bis 13 Bar haben die normalerweise. So, dann schauen, hast du schon raus? Einer ist schon draußen. Also, ja. Die sind ja einen Meter lang, die Kerzen. Ja. Okay, kann man was an den Kerzen sehen? Nein, die sieht sauber aus, sauber verbrannt, rehbraun. Ja, aber auch nichts versoffen oder was? Nix, ne? Nee. Okay. Also versoffen heißt, wenn jetzt da so viel Kraftstoff drin wäre, dann wäre die Klitsch nass. Das kann man dann. Also, ja, auch nicht. Nee, auch nicht, ist auch gut. Ja, entweder ist es gut belüftet oder wir haben vielleicht schon ein anderes Problem. Kann natürlich sein, dass. Vielleicht spritzt auch gar nicht ein. Dass der Zahnriemen, den wir jetzt da sehen, ja, der ist. An der muss erneuert werden, aber ist noch gar nicht kaputt. Obwohl, der hört sich komisch an. Der startet, als wenn er keine Kompression ist oder nur ganz minimal. Ja, gut, okay. Ja. Aber bei den Dreizylinder-Motoren irgendwie. Ich meine, sowas haben wir. Das ist doch kein Motor. Kleine Motörchen, das ist schon, naja. Das ist nicht ganz so unser Fall, aber gut. Hauptsache, wir haben Schadstoff im Minimum. Da hatte mein Motorrad damals mehr Zylinder. Ja, genau. Ja, aber du hast kein Motor, du hast einen Goldring. Ja. Patrick, guck mal, so. Musst du von der anderen Seite vielleicht besser drauf schauen. Dann können wir gucken, so, ob der jetzt Kompression hat oder nicht. Okay, starte mal. Gut. Stimmt was nicht hier mit dem Gerät. Der normal, muss doch mal so höher gehen. Holger? Warte, ja? Er sagt, Motorfehler reparieren lassen. Steht drin? Ja. Ja, ist doch schön. Beim Starten sagt er das. Motorfehler, Fahrzeug reparieren lassen. Guck mal, Patrick. Siehst du das? Tja. Ob das also richtig ist. Was war er? Hat den falschen Adapter gehabt? Damit komme ich nicht rein. Und hier scheint das Ventil kaputt zu sein. Okay, da muss ich mal eben ein neues Ventilchen reinmachen. Da. Oh, ich kann mal sehen, ob der hier funktioniert. Okay, hier haben wir noch einen anderen Aufsatz. Okay, wir probieren nochmal aus. Start nochmal. Hier geht der Druck immer flohen. Warte mal, stopp. Probieren wir den nächsten Zylinder. Mach nochmal. Der hat Kompression. Aber der muss hier normalerweise aufbauen, den Druck. Hier stimmt irgendwas mit dem Ventil auch. Aber der arbeitet doch, der knallt doch, wenn du ihn rausziehst. Ja, ja, da ist auf jeden Fall Druck drin. Ich weiß noch nicht, warum der. Ja, aber wahrscheinlich so wenig, dass er das kaum noch anzeigt. Nee, der geht schon hoch, aber die Anzeige geht immer hin und her. Der muss ja aufbauen. Ja, da ist das Ventilchen drin nicht in Ordnung. Ja, genau. Jetzt habe ich aber hier ein bisschen Problem, weil. Hat wieder jemand beim Belüften irgendwo draufgehauen? Ja, aber ich habe das zweite schon genommen. Ja. Das funktioniert auch nicht. Sehr wahrscheinlich gibt es hier einen größeren. Schaden, da müssen wir mal schauen. Jetzt gucken wir, ob er jetzt funktioniert. Also nochmal, wir messen nochmal den ersten Zylinder. Ja, mach nochmal. Ja, jetzt. Gut. Oh, okay, da ist auf jeden Fall Druck da. Wie viel? 10 Bar, das ist gut. Das müsste ausreichen. Nächster Zylinder, ja. Gut. Okay. Oh, ich hätte es nicht erwartet. Auch 10 Bar? Ja. Und der nächste Zylinder. Ja, Mama. Gut. Okay. Wunderbar. Alle 10 Bar? Alle 10 Bar. Damit musst du aber laufen. Ja, klar. Wenn die Steuerzeiten stimmen. Okay, jetzt lesen wir erstmal aus. Der hat keinen Sprit gekriegt, also so trocken wie die Kerzen waren.
Wir hatten ja vorher auch schon gestartet. Ja. Und hat knochentrockene Kerzen. Ja. Okay, gut. Also, siehst du? Und Kompression ist da. Und es hört sich beim Starten an, wenn die Kerzen drin sind, als hätte er keine Kompression. Ja. Also der verarscht uns gerade. Okay. Ruhe. Wir haben jetzt 10 Bar, Motor ist in Ordnung, Kerzen wieder rein, Yogi. Und dann lesen wir den mal aus und gucken, was er uns anzeigt. Wird jetzt auf jeden Fall anzeigen, dass die Kerzen, dass er keinen Zündfunken hat. Aber gucken wir mal. Dann fängt jetzt die Diagnose an. Oh, schauen wir mal, was ein Federspeicher drin ist. Ja. Zündung an. Auf jeden Fall mit dem Zahnriemen darf der nicht mehr fahren, der Wagen. Der Zahnriemen muss jetzt auf jeden Fall gemacht werden, das ist mal klar. Aber scheinbar haben wir hier noch ein anderes Problem als nur in Anführungsstrichen Motorschaden. Also da habe ich jetzt echt was anderes erwartet. 1, 8, 8, 9. A, A, U. Okay. So, 4. So, dann lesen wir jetzt aus dem Motorsteuergerät mal den Fehler aus. Also, wenn es jetzt mit Zündkerzen ist, was hier drin steht, können wir mal schön sein lassen. Dann brauchen wir nicht so, ach Gott. Wobei, was ist denn da los? Lambda-Sonnenheizung, Ladedruckregelung, Kraftstoffpumpe. Öldruckregelventil. Okay, das Öldruckregelventil, das ist jetzt passend für den Zahnriemen. Lambda-Sonnenheizung, Einlass-Nockenwellenverstellung. Oh, oh. Einlass-Nockenwellenverstellung. Oh, oh. Auslass-Nockenwellenverstellung. Tankentlüftungsventil. Kraftstoffpumpe. Ach, was ist das denn? Guck mal, ey, das gibt's doch nicht. Guck, wie viele hier drin sind, das hört gar nicht mehr auf. Zündspule, dritter Zylinder, das ist klar, das ist jetzt von uns. Die Einträge, CAN-Bus-Verbindung, ABS. Jo. Okay, gut, das ist ja alles irre. Wir löschen jetzt mal den Fehler. Fehler zu löschen. Und dann schauen wir mal. So, Fehler gelöscht. Gucken wir aber jetzt, was für Fehler jetzt drin sind. Wir haben jetzt einfach nur rausgelöscht, ohne was gemacht. Hä? Okay, wir löschen die Fehler und dann machen wir Zündung aus und Zündung an. Vielleicht braucht er das. Wer weiß, bei Zitronen ist das alles so ein bisschen anders. Könnte sein, dass die Fehler jetzt dann... Weil die Fehler gar nicht drin sein können. Ja, geht ja nicht. Woher weiß er denn jetzt, dass das alles kaputt ist? Es sei denn, wir haben irgendein Masseproblem oder irgendein Problem im Motorsteuergerät. Ja, ich habe ja gelöscht und plötzlich waren alle Fehler wieder da. Könnte natürlich sein, dass wir da ein Problem haben mit dem Motorsteuergerät. Das wäre eine Möglichkeit bei der Menge von den Fehlern. So, jetzt lesen wir es nochmal aus und schauen, was er uns anzeigt. Wieder alle drin. Ladedruckregelung, das geht eigentlich nicht. Einlassnockenwellenverstellung. Okay. Gut, dann schauen wir mal in die Parameter rein, ob wir in das Motorsteuer... Alle Fehler wieder drin, ohne zu starten? Ja. Ladedruckregelung? Ja. Ja. Ja, finde ich auch komisch. Ich gucke jetzt mal eben Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät. Genau, ja. Ja, hat aber 12,43 Volt, ist da. Seltsam, so. Steuergerät, Versorgungsspannung. Den nehmen wir mal. Lambda-Sonnenspannung von Katze. 12 Volt. Hm.
Spannung ist da. Bei mir ist die Spannung auch da. Bei mir auch. Finde ich auch ziemlich spannend. Herr Patrick ist auch ziemlich spannend. So, dann machen wir jetzt mal eine Sichtkontrolle hier. Machen wir die Zündung mal aus. Ja. Manchmal ist es anders, als das man denkt. Ne? Also er hat die ganzen Fehler dran. Sofort wieder. Ohne dass wir gestartet haben. Wir können die Parameter ja gar nicht aufnehmen, Ladedruck und alles, wenn wir nicht gestartet haben. Es sei denn, wir haben am Ladedrucksensor keine Spannungsversorgung. Im Ladedrucksensor haben wir 5 Volt anliegen. Plus, dann haben wir minus. Unterschiedliche Versorgung zwischen den einzelnen Sensoren und Steuergerät. Sie hängen nicht an den gleichen Spannungen. Ja, genau. Das Steuergerät gibt ja die Spannungsversorgung raus. Sagen wir, wir haben jetzt, könnten jetzt Schaltplan schauen, aber wir könnten auch mal gucken. Hat er jetzt, jetzt muss ich erstmal Platz machen. Wir haben ja, also zur Erklärung, wo wir jetzt gerade hinschauen. Wir haben jetzt ganz viele Fehlerkodierungen drin, die wir rausgeschmissen haben, aber die sofort wieder da sind. Und jetzt sagte, also ich muss jetzt nochmal eben zumachen. Jetzt sagt der Hans-Jürgen, er kann ja gar nicht sein. Und ich sage auch, kann ja gar nicht sein, weil wir haben den Wagen ja gar nicht gestartet. Zum Beispiel Ladedruck. Woher will er wissen, dass wir jetzt keinen Ladedruck haben? Ja, aber er überprüft ja den Sensor. Und an so einem Sensor liegt 5 Volt an normalerweise, plus und minus 5 Volt aus dem Motorsteuergerät und dann das Signal. Und wenn keine Spannung anliegt, kommt auch nichts raus, und dann sagt der Ladedrucksensor. Genau, nicht in Ordnung. Das wäre jetzt. Und dann schauen wir, ob die anderen Fehler da auch irgendwie mit zusammenhängen könnten. Hör auf, lass mal schauen. So, jetzt haben wir Lambda-Sonnenheizung nach Cut. Auch Spannungsversorgung. Ladedruckregelung. Tankentlüftungsventil. Kraftstoffpumpe. Das ist eine Stromkreisfehlerhaft. Öldruckregelventil. Lambda-Sondenheizung vor Cut. Das ist alles Spannungsversorgung. Ne? Einlass, Nockenwellenversteller. Ja gut, das kann jetzt auch Stromkreis. Stromkreisfehler. Okay, wir haben ja auf jeden Fall überall ein Spannungsversorgungsproblem. Das kann jetzt. Was ist denn, wenn dem eine Hauptsicherung irgendwo weggeklatscht ist, der für diese ganzen Sensoren zuständig ist? Ja. Kraftstoffpumpenrelais auch, also Kraftstoffpumpe. Zusätzlich nochmal Systemerkennung, warte mal, was ist das hier? Kühlmittel, Thermostat, Heizung. Thermostat fehlerhaft. Kurzschluss nach Masse. Fehler permanent. Okay. Wenn das Kühlmittelthermostat einen Kurzschluss hat und das auch an der Spannungsversorgung hängt. Ja, kann auch sein. Also, dass die an verschiedenen Spannungsversorgungen hängen. Also, das würde ich sagen, jetzt der nächste Schritt ist auf jeden Fall, schauen jetzt erstmal die Spannungsversorgung nach. Die Sicherung nach. Nicht, dass einfach nur eine Sicherung durchgesammelt ist aus irgendeinem Grund. Und dann geht die Reise weiter. Wir suchen uns hier schimmelig. Ja, aber gut. Aber mit dem Zahnriemen, wie gesagt, da. Darf der auf gar keinen Fall mit weiterfahren, ja, weil das ist nicht mehr lange. Eine Prüflampe hier. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob uns da irgendeine Sicherung durchgesammelt ist. Wenn das nicht so ist, müssen wir einfach jetzt mal dann auch gleich mal Schaltplan schauen. Ich mache mal Zündung an. Zündung ist an, habe ich gerade angemacht. Hast du, ja, okay. Ja. So, hier haben wir Plus. Okay. Jetzt gucken wir die mal durch. Das sind immer Eingang und Ausgang. Eingang, Ausgang. Eingang, Ausgang, dann geht der Saft eben hier rein, geht hier durch die Sicherung durch und kommt hier wieder raus. Und so prüfen wir, ob die Sicherung in Ordnung ist. Oh, das ist gut. Das ist gut. Die ist gut. Die ist gut. Die ist gut.
Da ist keine Spannung drauf, aber auf beiden Pinnen nicht, also das ist auch in Ordnung. Also da ist überall kein Saft drauf, ne? Hier ist auch alles gut. Ja. Hier ist auch noch eine Sicherung, da geht Saft rein und hier kommt raus. Ne, das ist alles in Ordnung. Da oben noch mal schauen, die Sicherung, da ist okay, bis da ist okay. Dann haben wir hier noch eine Sicherung drin. Was ist denn, eine Sichtprüfung. Wenn der ein Hauptrelais hat, für diesen ganzen Krempel? Ja, kann sein. Vielleicht sollten wir mal einen Schaltplan gucken. Ja, okay. Machen wir jetzt auch. Sind alle da. Ja, ich habe immer gedacht, das würde in eine ganz andere Richtung gehen. Okay, jetzt schauen wir uns mal den Schaltplan und dann geht die Reise weiter. So, und hier haben wir die zwei Relais. Und hier sind die Sicherungen. Ja, okay, genau, hier. Also, das Motorsteuer gibt ein Signal hier auf das erste Relais. Das erste Relais lässt kurz die Kraftstoffpumpe ansaugen. Und dann schaltet es ab und erst wenn das Steuergerät dann das OT-Signal bekommt vom OT-Sensor, also dass es dreht. Das heißt, dass ich weiter starte? Genau, dann schaltet er jetzt das zweite Relais ein und das zweite Relais. Das ist hier das Hauptrelais, was die Spannungsversorgung an das Motorsteuergerät gibt und dann hier auch Kraftstoffpumpe. Was ist das? Entschuldigung, ist das die Kraftstoffpumpe? Ja, Kraftstoffpumpe. Kraftstoffpumpe ja. Haben auch keine Spannungsversorgung gehabt. Ja. Stand, war auch ein Fehlerspeicher drin. Okay, genau. Das wird ja dafür stimmen, dass hier auf den Dingen, da hatte ich auch vorhin keine Spannung. Du hast auf denen nichts drauf. Okay, pass auf, dann lass doch mal starten. Da ist auch erst Spannungsversorgung drauf, wenn wir dann starten. So, also, der Jürgen jetzt startet, muss hier Spannungsversorgung draufkommen. Da hatten wir ja vorhin, als wir getestet haben, war ja hier auch nichts, aber das nur im Startmoment. So, start mal. Oh, warte mal. Okay, unser Gerät ist leer. Da hat bestimmt wieder irgendjemand vergessen, nicht richtig zu laden. So, nehmen wir uns das neues Gerät. Einmal. Zweimal. So, okay, dann nächster Versuch. Also, nochmal, jetzt sind wir hier in dem Moment, wenn Jürgen startet, starte mal, Spannungsversorgung. Nix. Okay. Ich lasse Zündung an. Ja. Okay. Hier das Relais zieht an und hier haben wir eine Sicherung dran. Da haben wir eine Diode dran, ne? Eine Diode, meine ich. Genau, die habe ich da oben gesehen. Die ist hier oben drauf, hier ist die Diode. So, wenn wir die jetzt ziehen, müsste das Relais eigentlich loslassen. Mach mal. Ja. Und du siehst das? Fühl mal. Warte mal. Das erste. Das erste, okay. Okay, das ist das erste. Das ist das Relais, was anzieht. Das ist das Relais hier. Ja. Okay, und wo ist das zweite Relais? Das wird das daneben sein, ne? Okay, das können wir jetzt auch nicht gucken. Dann schauen wir mal in unseren Unterlagen. Sicherungen und Relais. So, das ist unser Relais hier. Das ist das Hauptrelais. So, das nächste, das ist das Startrelais. Nebelscheinwerfer. Also, da, Startrelais 2. Ja, das ist Startrelais. Ja, aber wo ist denn dann das Hauptrelais? Das zweite. Hauptrelais 2, da. Gib mal drauf. Da. Das da. Bist du sicher? Aber schau mal. Da ist der Steckplatz leer. Und was ist das für ein Relais? Was da neben ist? Das ist auch Steckplatz. Innenraumgebläserelais. Warte, ich geh mal gucken. Ja, es kann aber sein, dass das Innenraumgebläse erst funktioniert, wenn der Lüfter geht. Aber es sieht so aus, als wenn da auch eins fehlen würde. Also hier passiert. Ja, da sieht man doch die Umrandung. Patrick, guck mal hier. Da sieht man doch. Kannst du das sehen? Ey, wie geht das denn? Da ist ein Relais weg. Da sind zwei Relais weg. Zwei Relais weg.
Ach, das gibt's doch nicht. Will uns dann nie einer verarschen oder was? Einfach nur, dass wir beschäftigt sind. Versteckte Kamera oder ja. Was? Das sind ja Leihwagen. Das sind ja Stadtflitzer-Autos. Ja. Was steckt denn dahinter? Aber das fällt ja nicht raus. Hier ist ja ein Deckel drauf, das ist zu. Das Relais kann nicht einfach rausfallen. Okay, pass auf. Vielleicht hat schon jemand anders geprüft, hat die Relais. Guck doch mal im Innenraum, ob im Innenraum irgendwelche Relais drin liegen. Wir können ja jetzt das Relais. Oder guck erst mal. Guck mal hier in die Seitentasche drin oder sowas. Also hat irgendeiner geprüft, hat geguckt, weil ich meine, das könnte ja auch ein bisschen. Guck mal unten, da ist. Also hier ist nichts, hier ist kein Relais. Okay. Nochmal. Wir brücken jetzt das Relais. Das heißt, wir machen jetzt das, was normalerweise das erste Relais macht, hier das Hauptrelais, gibt ein Signal rüber, so dahin. Und das ist das zweite Hauptrelais. Und jetzt brücken wir mal das zweite Hauptrelais. Mal gucken, wo ist hier Spannungsversorgung? Da ist Spannungsversorgung. Also geht die Spannung von da nach da. Von hier nach hier. Muss jetzt eigentlich auf den Sicherungslast sein. Da. So, jetzt haben wir das Saft. Yogi? Ja. Starten wir. Startgerät ist aus. So. Jetzt? Jetzt nochmal. Zieh jetzt mal das Kabel raus. Auto läuft nicht mehr. Emma. Aber stopp, es kann ja auch noch sein, ich habe ja jetzt das Relais überbrückt, es kann ja auch noch sein, dass wir haben ja einmal 85, 86, wo dann das Relais anzieht und also mit einem geringen Strom, ein großer Strom geschaltet wird. Ich habe jetzt, das müssen wir aufmalen, das kapiert ja wieder keiner. So, warte mal, haben wir noch eine Pappe? Warte mal. Hier. So. Wir haben ein Relais. So, das Relais, hier haben wir einen Schalter drin. So, hier haben wir einen Anschluss, hier haben wir einen Anschluss. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Hier haben wir 85, hier haben wir 86. Ich mache mal so rum, damit wir das lehnen. So, hier haben wir drin liegt nichts, ne? 30 und 30 und hier haben wir 87. Jetzt kommt hier eine Spannungsversorgung. Also hier haben wir zum Beispiel, bei dem haben wir hier Plus drauf liegen. Und hier die Spannungsversorgung kommt von dem Motor. Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät. Gibt hier ein Minussignal, kommt man im Schaltplan sehen, hier drauf. Das zieht an und dann wird hier 30 durchgeschaltet zu 87. So, und ich habe gerade hier an dieser Stelle die einfach so überbrückt. Hat das Relais im Prinzip ausgeschaltet. Jetzt kann es sein, dass wir entweder hier auf 86 keine Plus haben oder wir vom Motorsteuergerät im Startmoment kein Minus bekommen. Dann ist immer noch die Frage, warum ist das Relais weg? Wo ist das Relais hin? Aber es kann ja sein, dass da jemand geprüft hat, ne, hat das Relais jetzt aus dem ADAC oder was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne den Hintergrund noch nicht und haben das Relais irgendwo liegen lassen. Dann lass mal gucken, ob an den Anschlüssen was passiert, wenn ich... Ich gucke jetzt erstmal. Muss da starten. Da muss ich kleineres Prüfgerät hier haben. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir Plus da anliegen haben. So. Haben wir Plus? Ja. Plus haben wir. So, können wir jetzt hier. Ja, genau. Und jetzt hier die Dings rausziehen. Hast du Zündung ausgemacht? Nein, Zündung ist noch an. Okay, machen wir aus, an. Aus. An. Ach, hier ist wieder unser Saftlecker. Wenn ich jetzt hier das ziehe, das ist das erste Hauptrelais, das ist hier diese Diode.
Und dann geht ja die Spannung hier rüber. Kann man ja hier auch nochmal in dem Schaltplan sehen, damit das auch alle richtig mitbekommen und richtig verstehen. Ich mache den Schaltplan jetzt nochmal eben auf. So. Achtung. So, ich ziehe hier die Diode raus. Dadurch geht das Relais, schaltet nicht mehr durch. Genauso wie ich sie aufgemalt habe. Und gibt dann da die Spannungsversorgung rüber. In dem Moment nicht hier, dann bricht da die Spannungsversorgung weg. Und das ist genau die richtige Stelle. Und jetzt das haben wir jetzt geprüft, da ist Saft drauf. Also hier haben wir unser Plusanliegen. Und jetzt gucken wir nochmal hier, ob an 85 vom Motorsteuergerät hier der Saft oben ankommt. Ich habe es mal andersrum gezeichnet. Ja? Also da muss jetzt Minus ankommen. Dann legen wir unsere Prüflampe auf Plus. Und hier gehen wir rein, ist schon drauf. Mach mal aus, Zündung. Ja. Ist es aus? Starte mal. Ja. Ja, okay, wieder unser Saft hier. Ja. Mach nochmal aus. Aus. Dann dauert eine Zeit, dann schaltet das Ding wieder ab. Genau, und jetzt starte mal. Ja, kommt drauf, ist gut. Oh, das geht einem auf die Nüsse hier, das Ding. Was ist denn? Irgendwas macht da düdel, 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 da drin. Düdel, 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 düdel. Und es fehlt einfach nur ein Relais weg. Zwei Relais, ja. Pass auf, lass uns doch mal laufen lassen. Und gucken, ob der Lüfter geht. Läuft. Ja. Genau. Können wir jetzt mal brücken? Ach Mensch, Auto, halt die Klappe. Warte. Mal genau gucken, ich habe Startnummer. Jetzt gucken wir mal drin, ob der Lüfter geht. Taste. Ja, Feststellbremse anziehen. Der hat nicht mehr genug Saft. Das ist einfach unser ganzes Problem hier. So, jetzt. Startnummer. Startnummer. Startet nicht. Machen wir Zündung aus? Ja. Wer weiß, was er jetzt da in seinem Kopf hat, dadurch, dass er keinen richtig Saft hatte. So. Das ganze System mal resetten. Das direkt wieder an, ne? Zeigt der Feststellbremse anziehen. Jetzt zieht es an. Schreit aber immer noch. Jetzt hat er sich fest. Ja, da hat er jetzt durch diesen Spannungsverlust hat er dann einfach eine Waffel bekommen. So, warte. So, jetzt fangen wir nochmal vorne. Er sieht ja, wie komplex das ist, oder? Da haben wir nicht genug Spannung hier drauf auf dem Wagen. Und dann hat er die Handbremse, zeigt er dann an. So, jetzt starten wir den Wagen. Wenn er dann müsste ja jetzt wieder anspringen. Starte mal. Gut. Und jetzt schauen wir, was mit der Lüftung. Nix. Tot. Volle Möhre. Nix. Ja, der Ventilator hier. Aber guck mal da. Vollgas. Fehler, Motor, Öldruck. Fahrzeug anhalten. Mach aus. Ah. Fehler, Motor, Öldruck, nicht, dass irgendjemand diese Relais da rausgezogen hat, damit der nicht anspringt, damit der Wagen nicht anspringt, weil er Öldruckprobleme hat. Und wir Vollpfosten suchen jetzt den Fehler. Weil die Aussage war, Fahrzeug springt nicht an. Ja. Und das hat vielleicht jemand abgezogen und hat gesagt, oh, wir haben ein Öldruckproblem. Sicherheitshalber dass irgendjemand damit fährt mit dem Wagen. Weil das ein Cambio-K-Wagen ist. Jetzt wird er das raus. Weißt du? Ja. Damit nicht irgendjemand mit dem Wagen fährt. Jetzt ergibt das Ganze. Und dann haben sie aber beide Relais rausgezogen. Ja, ja, sicherheitshalber, damit die Lüfter auch nicht anspringen. So, und das haben wir gesehen als erstes. Der Zahnriemen hat eine Macke, der ist ja schon ziemlich aufgelöst und der hat natürlich ein Öldruckproblem, weil... Der Zahnriemen sich aufgelöst hat. Weil unten die ganze Zeit Öl voll ist. Ja. Aber der Motor hat noch keinen Motorschaden, neuer Zahnriemen rein, alles sauber machen, funktioniert der Wagen wieder. Relais nicht vergessen. Zwei.
Die Frage ist nur, warum zwei Relais? Können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen. Weißt du was? Ich rufe die an. Ich rufe jetzt die Firma ja, an die eine muss und ja frage wissen. Nach, was ja. überhaupt geschehen ist, was überhaupt die Geschichte ist. Ich rufe die an. Ja. Ja, okay. Ja, gut. Ja, schauen wir jetzt nochmal nach und wenn das Geräusch nicht da ist, wenn da nichts da ist, dann machen wir es auf jeden Fall mit dem Zahnrad. Ja, okay. Alles klar. Okay. Bis dann. Tschüss. Ja, ein Ding, ne? Das ist ja ein Mietauto. Ja. Oder ein Mietauto. Leihwagen. Ja, Leihwagen, ja. Der Kunde ist von Wuppertal bis nach Wiesbaden gefahren. Ist dann da irgendwie liegen geblieben? Frage ist, wie liegen geblieben? Der Kunde sagt, der hat Geräusche vorne im Motorraum gemacht. So, dann haben sie ihn in die Werkstatt gebracht. Und die Werkstatt hat gesagt, ich habe keine Zeit, das zu machen. Und dann haben die gesagt, okay, dann holen wir von Wuppertal, von Wiesbaden hier hin mit dem Abschlepper und haben den zu uns gebracht. Warum da die Relais fehlen, keine Ahnung. Ich habe jetzt vermutet, damit man sie nicht mehr startet. Er sagte auch, da wäre vom Raildrucksensor hier der ja. Stecker wäre abgezogen gewesen. Also da muss irgendeiner dran gewesen sein und vermutlich ist jemand dran gegangen, um den Motor zu schützen und hat deswegen nicht ein Relais, sondern hat beide Relais rausgezogen, weil er nicht wusste, welches jetzt genau das Hauptrelais ist. Warum auch immer. Vermutlich. Ne? Ja. Weil ich meine, wenn du so einen Schaltplan nicht hast, dann weißt du eben nicht. Wir haben ja auch erst gesucht, ne? Ja. So, dass das eben die zwei Relais sind. Dann hat er die eben beide rausgezogen. Und keine Ahnung, aber dann legt man sowas ja normalerweise ins Auto. Ja. Das Problem ist jetzt, dass der Kunde gesagt hat, der hat tierisch geklappert im Motorraum. Und dann hat er von der Leihwagenfirma gesagt, ja, okay, das kennen wir ja schon, da ist Motorschaden. Aber dafür musst du dann ja jetzt erst aufmachen, Zahnriemen machen. Nee, was wir jetzt machen, wir lassen ihn jetzt noch mal ganz kurz laufen. Ja, ja. Lass ihn noch ja. mal ganz kurz ja. laufen und gucke noch mal. Ich habe jetzt vorhin kein Geräusch gehört. Ich habe auch aber so Informationen müsste natürlich fließen. Jetzt haben wir den... du hast auch kein Geräusch gehört vorhin, nein, oder? Nein, gar nichts. Okay, gut. Dann starte mal. Gib mal ein bisschen Gas. Gut. Und jetzt nicht länger. Ja, der hört sich ganz normal beschissen an, wie es sonst den Trön anhört. Ne? So ein Dreizylinder mit dem direkt. Was heißt beschissen? Der tackert natürlich so ein bisschen, aber das ist ganz normal. Ja, der hat ja nur Dreizylinder. Aber Geräusche an sich... Keine okay. besonderen. Gut. Wir das heißt, wir müssen erst auseinander machen. Wir müssen das auf jeden Fall auseinander machen. Wir machen den jetzt auf. Wir machen das Sieb unten sauber. Wir machen den Zahnriemen neu. Das ist eine Arbeit für den Flo. Boah, ey, heute ist ein anstrengender Tag. Elektro, ey. So ist das echt manchmal Detektivarbeit. Total Banane. Was vor allem, du denkst, du wirst verarscht, ne? Vor allem, ja. die Reden jetzt nicht dran sind. Wenn du den Hintergrund nicht kennst, dann, ja. Naja, aber dann geht das für den einen mit dem anderen. Der Nächste sagt das dem nicht. Und irgendeiner bringt das Ding und sagt, steck mich ja. an. Ja. Ja, der ADAC oder ich weiß nicht, der ADAC Abschleppunternehmen, weiß ich nicht, ob es ADAC war. Wagen springt nicht an. Gut, tschüss, ihr Lieben. War wieder eine Herausforderung. Ich wollte dir nicht das mit der Reklamation noch zeigen. Ach, Patrick, danke. Wir machen, zeigen das noch mit der Reklamation. Das, ja, in dem ganzen Irrwitz vergessen. Machen wir jetzt noch. Und jetzt kommen wir zu unserer Reklamation. Kunde sagt, Reklamation, weil wir haben bei dem vor einem halben Jahr einen neuen Hauptbremszylinder reingemacht. Und es war wirklich so, wenn du auf die Bremse getreten hast, ging der Druck komplett weg. Und schaut euch da mal an, was da geschehen ist. Hier haben wir Renault Megane, da haben wir vor 4 Monaten haben wir dort einen neuen Hauptbremszylinder eingebaut. Es war so, der Druck ging richtig weg, haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt. Der Druck ging am Pedal richtig weg. Jetzt hat der, kam er nach 4 Monaten zu uns zurück und sagte, das gleiche Problem ist schon wieder. Jetzt habe ich mich draußen in das Auto reingesetzt, tritt da drauf und denke, wie kann denn der Hauptbremszylinder wieder kaputt sein? Weil es hat sich genau so angefühlt. Dann meinte Aljoscha noch, ja, vielleicht hat sich irgendwo Luft gebildet. Ich sagte, ja, wie soll sich denn Luft bilden? Ne? Irgendwie im Hydroaggregat. Wie soll das gehen? Haben wir den Wagen auf die Bühne getan und das in der Form habe ich noch nie gesehen. Schaut euch das mal an. Der Flo hat den auseinandergenommen. Die Bremse total fest. Oh, hier. Also, ein bisschen gedreht. Was ist dann passiert? Die Bremse total fest. Dann bildet sich da, die Bremsflüssigkeit fängt dann irgendwann an zu kochen, weil das sich ja richtig geglüht hat hier hinten. Dann bildet sich Luft,
Diese Luft kann man natürlich beim Bremsen, wenn ich auf das Bremspedal trete, komprimiert man dann diese Luft. Das fühlt sich genauso an, als wenn der Hauptbremsteller kaputt ist. In der Form habe ich das noch nicht gesehen. Freunde, jetzt kommt's. Das Ding ist so heiß geworden. Schau mal, wenn ich hier die Stecke abziehe. Ja, du musst die rote Verriegelung runtermachen. Guck mal, hier ist ein Schraubzieher. Rote Verriegelung runterziehen. Also das ist hier eine Bremszange mit einer elektrischen Verstellung. Das heißt, die gibt es ja auch normal mit einem Zug, ne? Also mit einem Bremszug. So, und die ist elektrisch, das kennen wir ja mittlerweile alle bei den Fahrzeugen. Drückt aufs Knöpfchen, zieht sie sich fest. So, und schaut mal hier hinten. So. Den runter. Genau, weiter runter noch. So, weiter runter. Und jetzt musst du den reindrücken innen drin und dann abziehen den Stecker. Den rein. Schwarze reindrücken und dann rein. Ja. Guck mal. Das Ding ist so heiß geworden, dass im Prinzip ist ja hier innen drin die Bremsflüssigkeit. Das ist so heiß geworden, dass hier sogar im Motor alles durchgebrannt ist. Hinten ist so eine Manschette, die ist durchgebrannt und die Flüssigkeit ist bis in den Kabelstrang hier reingekommen. Das sieht man auch hier hinten, wie es hier hinten total eingesifft ist. Ja, außerdem, der Cedric macht jetzt gerade mal die Kamera, ist mal was anderes. Der Cedric, ja. So, hier. Ja, das seht ihr hier, wie feucht das hier ist. Da ist die ganze Flüssigkeit ist da raus. Und ja, Phänomen ist daran, dass sich eben so viel Luft drin bildet, dass es sich genauso angefühlt hat. Und wir haben gedacht, es wäre eine Reklamation, Hauptbremse. Aber nein, ganz klar ist Bremse fest. So, ach, also, vergleich mal, so sieht das auf der rechten Seite auf das genau. Ganze. Sieht man direkt schon an der Farbe, ne? Wie das ausgeglüht ist. Hier ist es ganz normal. So, dann kommt jetzt eine neue Bremssatte drauf, eine neue Bremsscheibe drauf. Der ist auch schon runter bis auf das Metall. Da kann man hier auch in den Ecken sehen, hier, wie es schon schleifen ist. Und hier an der Stelle sieht man, nee, ist noch nicht ganz. Guck mal, Cedric. Guck mal, da ist noch so ein ganz klein bisschen Belag noch drauf. Also das ist echt ein Ding. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben gedacht, wie kann dann das jetzt schon wieder sein, dass der Hauptbremse dann kaputt ist? Ganz anderer Fehler, 4 Monate her. Aber für die Kunden natürlich auch. Ja, jetzt fühlt sich genauso an wie vorher. Klar, natürlich. Und ist nur anders. Und dass sich da dieser Aggregatzustand da verändert hat und dass sich Luft drin gebildet hat, also so in der Form, unglaublich. Okay, jetzt geht's weiter mit Neuem aus der Werkstatt. So, hier sind die Teile. Hier ist nochmal die Bremsscheibe, die der Flo ja dann neu gemacht hat. Das Phänomen war wirklich dabei, dass sich hinten die Bremszange festgesetzt hat. Hier ist die Bremszange. Mhm. So. Und dadurch, dass die, also wirklich, es war so, du trittst auf die Bremse und der Druck ging weg. Konntest du was aufpumpen, aber es hielt auch irgendwie nicht richtig. Ja. Also, und ich habe gesagt, wie soll denn da Luft in das System reinkommen? Die Bremse hinten hat so festgehangen und die ist so heiß geworden, dass sich der Aggregatzustand von der Bremsflüssigkeit verändert hat. Och. Und das hat gekocht innen drin. Mhm. Und es hat gekocht und dadurch hat sich Luft innen drin gebildet. Der Flo hat den aufgemacht, das Entlüftungsnippelchen, da kam ganz viel Luft drauf, in einem durch. Und ich habe echt gedacht, okay, da haben wir ein Problem im Hauptbremszylinder haben. Haben aber dann die komplette Bremse nachgesehen, haben das entdeckt und das war der Fehler. Wenn ich einen Berg runterfahre, in den Alpen, lang runterfahre, wird die Bremsflüssigkeit doch auch kochend heiß. Mhm. Dann stimmt ja der Siedepunkt nicht, wenn sie kocht. Ja, genau. Nee, das ist aber so heiß geworden, dass sich Luft darin gebildet hat. Aber du sagst jetzt richtig, weil normal bildet sich da dann Luft und dann hast du, die Bremse passt nicht mehr richtig. Ja. Wir haben ja den Hauptbremsen neu gemacht, da haben wir ja auch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Ja. Aber das muss so heiß geworden sein, weil hier an dem war Luft. Dann geht es über Luft den dran. Siedepunkt der Bremsflüssigkeit drüber raus. Genau. Das Ding war, und hier, ach so, ja, haben wir ja in dem Video auch gesehen, die Flüssigkeit ist hier richtig rausgelaufen. Da siehst du, da, ja. An dieser Stelle ist sie rausgelaufen. Also es ist innen drin komplett, oder vielleicht hat er dadurch, dass es so heiß geworden ist, wenn hier Flüssigkeit raus ist, vielleicht hat er sich dann da auch Luft reingesaugt. Durchaus möglich, denn normalerweise ist ja hier gar keine Verbindung zur Flüssigkeit. Weil das wäre nämlich die einzige Erklärung, weil wenn der Aggregatzustand sich verändert, es bildet sich Luft,
bildet sich das auch wieder zurück. Das habe ich mich schon mal gehabt mit meinem Wagen. Du konntest nicht mehr bremsen, weil das Ding war total weich. Ja. Dann habe ich ihn stehen lassen die ganze Zeit und dann war es wieder weg. Hat sich abgekühlt und. Ah, ja. Du, so wird es passiert sein. Pass auf, dann machen wir das mal auf. Weil das ist ja dann hier jetzt auf jeden Fall die Quelle des Übels, weil das Ding dann so heiß geworden ist, dass hier über dem Motor ist ja die Flüssigkeit ausgetreten. Denn normalerweise ist ja hier in dem Bereich überhaupt keine Flüssigkeit drin, ne? Ja, normal. Nee, da ist keine Flüssigkeit drin. Gar kein Fall. Lass mal da mal reinschauen. Vielleicht können wir da was finden. Das stimmt. Halt mal fest. Größer? Eine größer? Holger? Eine größer, dann mache ich aber mit der Knarre. Mit der Knarre, das wäre so. Da haben wir. Ja. Ja, so wird das sein. Der hat sich hier drüber, weil der so heiß geworden ist, ist hier bestimmt der Simmering irgendwie kaputt gegangen. Ja. Und dann hat er sich über den Simmering da die Luft gezogen. Ja. Ja. Weil andersrum geht es ja gar nicht. Ja. Ne? Weil dass das dann auskocht, dann Luft drin ist und dann hinterher. So wird das sein. Weil der hing, also wirklich, die Bremse hing ja hinten total fest. Bin ich auch gespannt, was wir da jetzt sehen. Vielleicht einen Hammer und von der Seite hier mal eingeben. Okay. Dann hau ich mit dem Hämmerchen ein Sparschwein. Mein Sparschwein. Mach nicht ganz kaputt. Ja, kaputt. Komm jetzt mich. Komm. Echo. Finger. Ja. Ach Gott. Da. Ja. Da hast du das Übel. Ja. Denn der ist durchgebrannt, der ist so heiß geworden, ja. Der ist durchgebrannt. Dadurch ist die Bremsflüssigkeit hier rein und hat sich natürlich da auch denn die Luft drüber. Hier darf nochmal gar keine Bremsflüssigkeit drin und sein. Und da hat er sich die Luft dann drüber gezogen und deswegen war der Luft dran. Ja. Genau. So ein Miststück. So, und das ist das Problem. Das Ding ist so heiß geworden, dass innen drin die Dichtung am Kolben. Die Manschette kaputt gegangen ist. Innen drin am Kolben kaputt gegangen ist. Ja. Und dann hat er sich darüber die Luft gesaugt. Genau. Und den Aggregatzustand konnte er gar nicht. Dann ist die Dichtung verbrannt. Genau, dann konnte er den Aggregatzustand ja gar nicht verändern, weil die Bremsflüssigkeit ja auch neu war. Ja. Siehst du? Gut, dass wir es nochmal auseinandergenommen haben. Ja. Okay, gut, ihr Lieben. Das war's. Alles verstanden, ne? Oder? Hast du auch verstanden? Ja, wenn du es verstanden hast, dann so. Daumen hoch. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bin traurig, dass es schon zu Ende ist. Hammer, oder? Ja. Jetzt ist die Logik da. Die ist so verbrannt hier, mein Chat, und deswegen nicht Luft und so weiter. Weil der Aggregatzustand, wenn da sich Luft gebildet hat, dann geht der Aggregatzustand ja auch wieder zurück, weißt du, wenn die kocht. Geht über die Bremsflüssigkeit normalerweise gar nicht von alleine. Ja. Weil ihr die sowieso neu gemacht habt. Nee, der drin, den Kolben. Der Kolben, der Dichtring ist kaputt. Ah, okay. So, weil da ist ja normalerweise nur ein Dings drauf, eine Welle drauf, die drückt das so. Genau, die macht ja dann eine Betätigung. Und die Dichtung, die auf der Welle sitzt, die ist überhitzt, die ist verbrannt. Tja, Wahnsinn. Ja. Guck mal, deine Kiste ist dreckig, musst du wieder sauber machen. Ja. Schütte den Rest auch noch dahin.